Nur wenige Spiele sind so bekannt wie Tetris. Es steht als der Inbegriff eines Puzzlespieles und begeistert Generationen an Spielern und auch Nichtspielern. Einen großen Anteil dieses Rufes hat wohl auch die Gameboy-Version. Das Spiel war bei den meisten Gameboy-Editionen auch gleich beim Kauf beigelegt. Aber hat es seinen guten Ruf zurecht? Was taugt Tetris für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Nintendo entwickelt und natürlich auch gleich zum Start bei 1990 veröffentlicht, wobei es, wie schon angesprochen, gleich beim Game Boy beilag. Deswegen haben die anderen Länder es auch entsprechend ein Jahr früher bekommen. Es ist das Spiel mit der höchsten verkauften Zahl, wobei hier natürlich die Systembundles mitzählen. Das Spielprinzip ist recht simpel erklärt. Ihr habt ein Spielfeld. Von oben kommen verschiedene Bausteine in diversen Formen hereingeflogen. Diese müsst ihr dann möglichst kompakt und ohne eine Lücke stapeln. Habt ihr mindestens eine waagerechte Linie voll, verschwindet diese und alles rutscht nach unten. Je mehr Reihen ihr auf einen Schlag verschwinden lässt, desto mehr Punkte gibt es natürlich. Die Bausteine werden dabei übrigens zufällig ausgewählt, ihr seht aber immer oben, welcher Stein als nächstes kommt und könntet danach auch etwas planen. Ist das Spielfeld bis oben hin voll, ist das Spiel verloren. Damit euch das Spiel nicht zu schnell langweilig wird, gibt es hier zwei Modi. Einmal den A-Modus. Dieser ist der klassische Modus. Ihr stellt euch die Schwierigkeit in 10 Stufen ein. Diese Stufen bestimmen, wie schnell die Blöcke von oben nach unten fallen. Wenn ihr spielt, werden denn alle paar Reihen automatisch das Level erhöht. Ihr spielt dann so lange, bis ihr alle Stufen durchgespielt habt oder, naja, vorher verloren habt. Dann gibt es noch den B-Modus. Hier könnt ihr gleich zwei Sachen einstellen. Die Schwierigkeit bleibt analog, nur gibt es hier ein Level zur Auswahl. Diese Option füllt euch vorher das Spielfeld schon mit einigen Steinen. Je höher das Level, desto höher ist es auch gefüllt. Hier müsst ihr dann so lange durchhalten, bis eine gewisse Anzahl von Steinen erfolgreich verbaut wurden. Mehr Modi gibt es nicht, aber durch die gute Einstellbarkeit braucht es das ehrlich gesagt auch nicht. Das Spiel hat ein nahezu perfektes Gameplay, welches, wie schon angesprochen, einfach zu erlernen ist und dafür aber schwer zu meistern ist. Also genau das, was ein gutes Spiel braucht. Geratet schnell in einen Sog. Eine neue Runde, die geht einfach immer. Sowohl die Grafik als auch der Sound sind natürlich sehr simpel gestaltet. Aber ehrlich gesagt, braucht es auch gar nicht mehr. Die Darstellung ist zwar zweckmäßig, dafür erkennt man aber immer sofort alles Wichtige. Die Musik hingegen ist der absolute Hammer und summt noch heute vielen regelmäßig im Kopf herum. Was will man mehr? Was taugt Tetris für den Gameboy also heute noch? Das Spiel ist einfach nur zeitlos. Die simple, aber dann auf den zweiten Blick komplexe Spielmechanik bietet genau den richtigen Mix aus Zugänglichkeit und Komplexität. Also genau das, was ein gutes Spiel mit sich bringen muss. Noch heute hat das Spiel sehr, sehr viele Fans und das zu Recht. Gameboy und Tetris passt einfach perfekt zusammen. Das war der Test zu Tetris. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt, ihr fantastischen Menschen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.